Electriff Studio, powered by P3. Ja, als nächsten Gast hier bei uns im ElectrifNet Studio begrüße ich Leopold König von der Firma Custom Cells Itzehoe. Die Firma hat einen Partner, nämlich den gleichen wie wir, nämlich die P3 Group, und baut, produziert, gestaltet tatsächlich Batteriezellen in Deutschland. Alle wollen das ja, ihr macht das schon. Ich war tatsächlich selber ein bisschen überrascht, als ich von eurer Firma vor ein paar Monaten zum ersten Mal gehört habe. Warum hatte ich euch noch nicht auf dem Zettel? Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Größe unserer Firma. Wir sind jetzt knapp 30 Leute erst. Wir haben 2012 angefangen als Ausgründung vom Fraunhofer ISIT, das sich seit 17 Jahren mit der Herstellung von Batterien, also Zellen, beschäftigt. Und dann angefangen, selber Kleinserien-Prototypen herzustellen, aber nicht basierend halt auf aktuellen Technologien, die schon groß sind, sondern wir haben uns vor allen Dingen fokussiert auf neue Materialien wie Hochvolt, Spinelle und so weiter. Und das waren dann was für Kunden? Weil Automotive ist jetzt relativ neu bei euch, oder? Ja, ganz richtig. Also unsere Kunden sind vor allen Dingen viele Institute gewesen, wo wir sozusagen die unterstützt haben, noch reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Wir haben halt ein Dreischichtsystem, wo wir dann auch Elektroden schon höherer Qualität herstellen können, die wiederum nutzen können. Viele Chemiekonzerne am Anfang, wo wir gesagt haben, wir scalen mal ein Material ab aus dem Labor in den industriellen Maßstab. Und das Feld Elektromobilität hat sich ganz von selbst gefunden später, und zwar als letztendlich dann die Autohersteller erkannt haben oder vor allen Dingen auch Tier One, dass es wichtig ist, in dem Bereich Kompetenzen aufzubauen. Also die Kunden haben wir uns nicht gesucht, sondern die kamen zu uns. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, die Batteriezelle ist irgendwie das neue Gold. Ja? Also jeder will die beste Zelle bauen, die beste Zelle in sein Auto stecken oder die günstigste oder die schönste. Oder was macht denn die perfekte Batteriezelle aus eigentlich? Das Problem ist ja bei der besten Batteriezelle, es gibt keine beste Batteriezelle, sondern es ist ein evolutionärer Weg, den man gehen muss, bis man zu einem Optimum Stück für Stück kommt. Und es ist immer letztendlich, bietet der Markt neue Technologien wie neue Aktivmaterialien oder dünnere Substrate, die trotzdem eine gute Stromleitfähigkeit haben, neue Separatoren, neue Elektrolyte. Und das heißt, die optimale Batterie ist zu wissen, wie man die modernsten, besten Materialien kombiniert und kann sich so Stück für Stück der Sache annähern. Allerdings ist eine wichtige Zielgröße in der Elektromobilität natürlich da auch der Zellpreis, den wir wiederum nicht berücksichtigen, zumindest in den Prototypenserien, die wir herstellen. Das heißt, wir nehmen nur Premium-Materialien und versuchen damit erstmal reproduzierbare, gute Ergebnisse zu erzielen. Und den Preis muss man dann in der Industrialisierung später darstellen. Ich habe das so verstanden, dass ich als, nehmen wir mal an, ich bin jetzt der, ich kann jetzt keinen Markennamen nehmen, ich bin ein Automobilhersteller, ja, und möchte mir im Grunde meine perfekte Zelle auf meine Anforderungen gestalten. Da kann ich zu euch kommen und dann macht ihr das für mich. Genau, also wir machen das nicht nur auf Zellebene, sondern wir machen es viel auch auf Elektrodenebene. Man sagt, wir nutzen jetzt mal ein neues NCM, wie das 811-Material, und bauen daraus dann sogar ein ganzes System gemeinsam mit dem Kunden auf. Also wobei bei dem System unser Fokus nur höchstens noch auf der Konstruktion liegt. Wir versuchen uns auf das Feld zu konzentrieren, was wir wirklich beherrschen. Und das ist ja letztendlich die elektrochemische Formulierung von Elektroden und die Herstellung von Zellen, aber auch großformatiger. Also wir sehen ganz deutlich einen Trend in der Industrie, dass auf großformatige Pouchzellen gesetzt werden. Da kriegen wir regelmäßig schon seit etwa 1,5 Jahren Anfragen aus diesem Bereich. Kann man daraus ableiten, dass der Tesla mit seinen Rundzellen dann irgendwann einpacken kann? Das ist eine Spekulation, auf die ich noch nicht eingehen möchte sozusagen. Also jetzt rein technisch würde ich sagen, ja, also die dichteste Packung wird man mit runden Zellen wahrscheinlich nicht erreichen. Und ich habe da in diesem Blick gerade so schon dieses verschmitzte, ja, wir haben da was in der Pipeline gesehen. Ja, das ist ganz richtig. Also klar, wir in Deutschland müssen Innovation bieten und wir müssen uns ganz vorne, immer nach vorne schauen und neu ausrichten. Und das heißt es auch, wir müssen auch bei den Zellen
in die Richtung gehen, wo Potenziale genutzt werden, die vielleicht jetzt noch nicht nutzbar sind. Und alle wissen, glaube ich, in der Industrie, dass das für einen langen Atem notwendig ist, aber es sind aus unserer Sicht erreichbare Ziele. Und mit diesen großformatigen Zellen wird ein neuer Schritt der Energiedichte möglich sein. Ist denn Deutschland schon ein guter Batteriestandort? Also kann man hier was aufbauen? Ich meine, Forschung ist in den vergangenen Jahren extrem betrieben worden. Sind wir jetzt auf einem Level, wo man theoretisch auch mit Produktion und Weiterentwicklung loslegen könnte? Ich meine, es ist immer ein großes Thema. Alle Welt redet über die Batterieproduktion, meint damit die Zelle. Aber eigentlich montieren wir ja nur in Deutschland, wenn wir ehrlich sind. Ja, also es gibt natürlich Unternehmen, die sich schon etwas committen Richtung Zellherstellung. Überwiegend fokussieren aber die Marktteilnehmer nicht. Ich sehe das auch nicht unbedingt bei den Automobilherstellern selber, sondern eher bei deren Zulieferer, dass sie sich in die Richtung orientieren müssten. Ich glaube, es wird einiges geschehen. Wenn man jetzt in die Medien schaut, dann wird häufig gesagt, Batterien entwickeln sich gar nicht weiter. Das kann ich so aus Zellherstellersicht überhaupt nicht nachvollziehen, weil sehr, sehr große Schritte in den letzten Jahren gemacht werden. Das sind halt, wie gesagt, evolutionäre Schritte und Zellentwicklung dauert leider ziemlich lange, weil man halt dummerweise nicht nur sofort ein Ergebnis hat, was man prüfen kann, man muss formieren, man muss es testen, zyklisieren und so weiter. Und dadurch kommen einfach Entwicklungszyklen zustande. Was ist denn die Batterie der Zukunft? Also die Zelle Pouch haben Sie schon gesagt, aber Mischung und dann Festkörper, wo geht die Reise hin? Das kommt auf die Anwendung letztendlich an. Wir sehen bei den Solid-State-Batterien auf jeden Fall ein gutes Potenzial. Das heißt, wir haben uns das auch mit auf die Agenda geschrieben, planen da Kompetenzen aufzubauen. Wir haben ein gutes Rückgrat dort in dem Bereich, weil letztendlich schon im ESIT vor 17 Jahren, das war sozusagen die Grundtechnologie des ESIT, auf Solid-State-Batterien zu setzen. Es hat damals halt, war die Zeit noch nicht reif, die Materialien noch nicht so gut und ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, jetzt da den nächsten Schritt zu gehen. Es gibt aber natürlich auch verschiedene Anwendungen, zum Beispiel Lithium-Schwefel und so weiter. Es kommt immer darauf an, ob man nur Energiedichte gravimetrisch braucht oder ob es auch volumetrisch ist. Und ein elektrisches Fliegen hat einen anderen Zielkorridor als ein Elektrofahrzeug. Nicht? Und so haben verschiedene Technologien Daseinsberechtigung. Schade, dass es wieder nicht so einfach ist, die Fragen so zu beantworten. Wir Journalisten wollen ja immer alles in eine knackige Headline packen. Das ist die Batterie der Zukunft. Aber nein, die eine ist fürs Auto, die andere ist fürs Flugzeug. Wo geht denn bei euch die Reise hin? Also ihr werdet ja jetzt kein Panasonic oder LG werden. Wenn ich als Automobiler zu euch komme, ich lasse mir eine Zelle designen quasi. Könnt ihr die denn auch bauen jenseits der Prototypen? Oder sagt ihr, nee, geht mal hier mit dem Rezept dann wieder zum LG? Also wir wollen uns weiter ausrichten auf Mittelserien, so nennen wir das. Das ist unser eigener Sprachgebrauch firmenintern und das ist eine Nische im Markt, die wir sehen, die bisher nicht besetzt ist. Das heißt, es ist ein Bereich von 10.000 vielleicht bis 1 Million Zellen von einem Typ, dem wir uns vorstellen können zuzuliefern, allerdings dann nur für Sonderanwendung, weil wir beim besten Willen nicht in der Lage sind, wettbewerbsfähig zu produzieren gegenüber Asiaten. Das möchten wir, das ist unrealistisch, das ist sozusagen eine unrealistische Strategie, die wir dann verfolgen würden. Und wir denken aber, dass in der Zelle so viel Potenzial steckt, dass man für bestimmte Anwendungen die Zelle ausrichten kann, nicht nur von der Elektrochemie, auch von der Formgebung und Kleinserien aufsetzt. Die gibt es bisher nicht am Markt. Also wenn man, entweder nimmt man Standard, oder nimmt halt deutlich größere Mengen ab, dann kann man auch eine individuelle designte Zelle bekommen, aber sonst. Dann wünschen wir dabei ganz viel Erfolg. Letzte Frage, haben Sie auch schon eigentlich ein Elektroauto und steckt da Ihre selbstentwickelte Zelle drin oder ist das auch nicht so einfach? Zugegebenermaßen noch nicht, aber wir haben zwei Elektroroller in der Firma und einer steht bei mir zu Hause, einer in der Firma, um durch die Produktion zu fahren und auch zu unserem Nachbarinstitut, dem Fraunhofer, rüber zu fahren, wenn wir uns mal mit denen auseinandersetzen wollen. Aber wir haben uns das auf die Agenda geschrieben, tatsächlich ein Elektrofahrzeug für den Firmenwagenpool zeitnah mal anzuschaffen. Ja. Ja, dann würde ich einfach mal die bestehende Batterie rausnehmen, eine schöne eigene Custom-Cells-Batterie rein und dann fährt es gleich nochmal ein paar Kilometer länger. Ich wünsche viel Erfolg, Herr König, vielen Dank, dass Sie hier waren bei uns auf der Couch. Danke ebenso, herzlichen Dank. Electrif Studio, powered by
P3.